Hallo und herzlich willkommen auf Fluorella.de. Wir schauen uns die nächste Aufgabe an im Bereich analytische Geometrie, das heißt Vektorrechnung für das baden-württembergische Abitur. Ja, wie es eine mögliche Aufgabe im Abitur sein könnte ohne Taschenrechner. Wir haben hier eine Ebene E in normalen Darstellung und eine Gerade G. Und jetzt ist die erste Aufgabe, die gestellt wird, zu zeigen, erstmal E ist parallel zu G. Und die zweite Aufgabe ist dann auch den Abstand dieser beiden parallelen Konstrukte herauszufinden. Ja, das erste, das zu überprüfen, dass E parallel zu G ist. Das können wir uns dann ganz einfach vorstellen. Wir haben unsere Ebene E und unsere Gerade G. Und jetzt haben wir hier durch die normalen Darstellung den normalen Vektor bereits. Der liegt hier irgendwie senkrecht auf der Ebene E drauf. Und wir haben den Richtungsvektor von G. Der liegt hier irgendwo hier auf der Geraden G drauf. Das nennen wir den mal U. Und das sehen wir also schon, es reicht zu zeigen, dass wir auch zwischen dem normalen Vektor n und dem Richtungsvektor u einen rechten Winkel haben. Das heißt, dass wir dort 90 Grad haben. Und wie überprüfe ich, dass man zwei Vektoren genau den Winkel 90 Grad haben? Das ist ganz einfach. Mit dem Skalarprodukt, wenn da 0 rauskommt, haben wir die Lösung. Das heißt, Skalarprodukt aus dem normalen Vektor der Ebene und dem Richtungsvektor der Geraden. 8, 1 minus 4 mal 1 minus 4, 1. Und dann sehen wir jetzt sofort 8 mal 1 ist 8, 1 mal minus 4 ist minus 4, minus 4 mal 1 ist ebenfalls minus 4, 8 minus 8 ergibt 0. Und damit sehen wir sofort, haben wir die Behauptung, E liegt parallel zur E. Das war der erste Teil, der war denkbar einfach. Und jetzt kommt der zweite Teil, den Abstand zu berechnen. Nun, der Abstand von der Geraden G zur Ebene E, das ist ja egal, wo wir uns auf G befinden, ob wir uns hier befinden, ob wir uns hier befinden, ist der Abstand zur Ebene E immer gleich. Das heißt, es reicht ein beliebiger Punkt von G, den wir kennen, und dann deren Abstand zur Ebene E zu bestimmen. Beliebiger Punkt von G, ja, der einfachste, den wir haben, ist natürlich unser Stützvektor. Das heißt, wir nehmen den Punkt P, der unser Stützvektor ist, 7, 5, minus 7. Und jetzt wollen wir herausfinden, ja, wie weit liegt dieser Punkt von der Ebene E entfernt. Nun, das könnten wir natürlich mit Hilfe der hessischen Normalform machen. Da müssten wir hier erstmal aus dem normalen Vektor n ein n0 machen. Das heißt, den erstmal normieren auf Länge 1 und dann einfach einsetzen. Das ginge natürlich. Bekämen wir auch die Lösung raus. Andere Möglichkeit wäre, wir wandeln diese Form hier in eine Koordinatenform um. Wir nutzen dann die einschlägige Formel. Da die Formel etwas Greifbares ist, würde ich sagen, machen wir einfach mal hier mit der Koordinatendarstellung. Das heißt, wir wandeln jetzt erstmal die Koordinatendarstellung um. Die Ebene E. Nun, für x setzen wir in diesem Fall dann einfach x1, x2, x3. Minus, minus 1, 4, 3, minus 3. Mal 8, 1, minus 4, gleich 0. Und das heißt einfach nur ausrechnen und ausmultiplizieren. Das wäre in diesem Fall dann hier x1 minus minus 1, also plus 1, x2 minus 4 und x3 plus 3 mal 8, 1 minus 4 gleich 0. Und das ist ein einfaches Skalarprodukt. x1 plus 1 mal 8. Das heißt, wir können direkt hinschreiben 8x1 plus 8. Nächstes plus x2 minus 4 mal 1, also einfach plus x2 minus 4. Und bei der x3-Koordinate x3 mal minus 4 plus 3 mal minus 4, also minus 4x3 plus 3 mal minus 4, also minus 12. Gleich 0. Und jetzt müssen wir alle Zahlen auf die andere Seite bringen, dass wir b rausbekommen. Steht also da 8x1 plus x2 minus 4x3. Dann schauen wir, was wir alle Zahlen haben. 8 minus 4, das ist 4. 4 minus 12, das ist minus 8. Bringen wir es auf die andere Seite, ist plus 8. Das ist also unsere Ebene in Koordinatenform. Jetzt können wir die Formel ansetzen. Der Abstand von dem Punkt P zur Ebene E. Bekannte Formel a1x1 plus a2x2 plus a3x3 minus b. Durch Wurzel aus a1 ins Quadrat plus a2 ins Quadrat plus a3 ins Quadrat.
Das heißt, setzen wir einfach ein, x1, x2, x3, das sind unsere Koordinaten der Punkte P. Und a1, a2, a3, das sind die Vorfaktoren, die hier stehen. Das heißt, a1, x1, 8 mal die erste Einheit von P, 8 mal 7. Plus a2, x2. a2 ist einfach 1 mal x2, 5, also plus 5. Plus a3, x3, das wäre bei minus 4. Mal minus 7. Und dann am Ende noch minus b, also in dem Fall minus 8. Unten steht hier die Wurzel aus a1 ins Quadrat plus a2 ins Quadrat plus a3 ins Quadrat. Das heißt, die Vorfaktoren der Ebene e. Das heißt, hier 8 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat plus minus 4 ins Quadrat. Das kann man auch gleich schreiben als plus 4 ins Quadrat, weil der minus 4 oder plus 4 ins Quadrat ist das gleiche. Und jetzt schauen wir, was da rauskommt. 8 mal 7, 56, plus 5, 61. 61 plus 4 mal 7 ist 28. 61 plus 28, minus 8. Also 61 plus 20 ist 81. Hier steht also 81 und hier unten steht 8 ins Quadrat, das ist 64, plus 1 ist 65, plus 16. Das ist 81. Wurzel aus 81 ergibt 9. Und jetzt sehen wir, 81 durch 9 ist natürlich dementsprechend wieder 9. Das heißt, der Abstand der Ebene E zu unserem Punkt P, beziehungsweise zur kompletten Geraden G, die ja parallel dazu liegt, ist exakt 9. Dankeschön.